man spürt ja als Musiker, wie Leute emotional auf etwas reagieren. Und die erste Reaktion ist natürlich immer, oh, was machen denn die? Das klingt ja ganz anders. Als Trompeter ist man ja tagtäglich mit dieser Naturtonerei sowieso konfrontiert. Und ich habe mich dann auch als Komponist mehr versucht, damit auseinanderzusetzen, was gibt es auch für Möglichkeiten, wo ich das kann verwenden kann, auf eine musikalische Art und Weise, in meiner Musik. Als Komponist oder auch als Spieler, als Improvisator ist, dass man, weil sie ja quasi unendlich ist, gibt es auch sozusagen unendlich viele mögliche Intervalle oder Kombinationen von zwei oder mehr Tönen, die miteinander aber immer auf eine harmonische Art zusammenklingen. Klänge lösen ja immer Emotionen in einem aus, oder sie stehen für etwas. Und je mehr dass man sich natürlich mit Musik beschäftigt, desto tiefer werden die Emotionen und desto komplexer auch. Und ich habe nochmal vorhin angefangen mit dem Prozess, wie ich die ganze Musik kennengelernt habe. Und all die neuartigen Klänge, die ich entdeckt habe, haben sich nach und nach mit einer Bedeutung gefüllt für mich. Persönlich bedeutet Blues vor allem einen individuellen Ausdruck in der Musik. Und ein Ausdruck auch von, vielleicht von Einsamkeit oder von Entfremdung. Also etwas, wo, glaube ich, gerade in unserer Zeit uns modernen Menschen auch sehr geläufig ist. Und ich glaube darum, das ist auch ein Grund, wieso das auf dem ganzen Planeten Leute eigentlich ansprechen auf das Gefühl.